Was geht? Guten Tag, Kalle Ralle! Bester Mann, was geht? Johnny! Wie geht's, wie steht's? Na? Bist du bewaffnet, Bruder? Ja, was denkst du denn? Sehr schön, sehr schön. Dann park mal deine Mühle da an die Seite und komm mal mit in die Gruppe. Was denn? Ja, der Kopfschmerzen und so ein Scheiß. Immer wieder stimmen. Ja, das ist, weil wir hier mit zu vielen Leuten auf einen Haufen abhängen. Ja, wir warten jetzt noch 5 Minuten, gucken, dass alle, ja, dass wir die meisten beisammen haben, dann legen wir los. Die meisten wissen ja dann auch Bescheid, wenn sie irgendwie kurz ausreisen, wieder einreisen, wissen sie ja, was sie machen müssen. Wir haben dann insgesamt 4 LKWs dann auf jeden Fall. Nice. Könnt, hast du noch an das Trip? Ihr könnt ja mit Privatautos kommen und so tun, als würdet ihr verarbeiten. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Ja, unbedingt. Und dann mal schauen, ob eine Reaktion kommt. Den anderen. Ja, hoffentlich, ne? Naja, ich will's hoffen. Ich will's der hoffen. Kommt auch, der zieht dir was Schwarzes an. Ich könnte das wetten, weißt du, weil vorhin waren nur so 2-3 Leute verarbeiten. Wenn jetzt plötzlich sind, den keine Ahnung, 15 und verarbeiten, dass die ganz kleinlaut sind. Sind die auch 100 pro? Nicht Ali, der andere. Ah, okay. Ja, aber dann werde ich auf die zugehen und fragen. Ja, jetzt nicht mehr so eine große Fresse, hä? Zack. Ja, guckst du mir jetzt in der nächsten Uri Geller. Wir sind jetzt aber, glaube ich, auch 8 Leute mittlerweile. Mindestens. Ah, siehst du, das ist doch. Weißt du überhaupt schon was von was Bescheid? Nein, ich habe keine Ahnung, was es hier geht. Nun, komm mal mit. Oder in der Gruppe haben wir es halt schon abgesprochen. Da kommt der nicht. Ja, einer. Also ganz kurz, die Roten. Ey. Die Roten, die wollen die LSD-Route einnehmen. Wollen dafür Geld, dass wir verarbeiten dürfen. So, das lassen wir uns nicht gefallen, wir ficken die jetzt. Oh, yeah. Das hört sich doch nach einem Plan an. So, Leute, spricht mal ein bisschen leiser. Guten Tag, Jungs. Tu ich. So. Wer ist denn hier der Rest der ganzen Gruppe, ja? So, wir fahren jetzt gleich nach. Die fahren vor mit den LKWs, fahren verarbeiten. Und wir rücken noch 2 Minuten nach. Gut. Okay. Aber so viele sind's gar nicht. Nee, sind echt nicht viele, Digga. Aber war da jetzt noch jemand von uns? Von den Vargos oder so? Ja, wo waren die Vargos denn? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wer da festgenommen wurde. Die sind erschossen worden, haben die gerade gesagt. Erschossen? Ja. Warum haben die denn erschossen? Warte, ich fahr mal vorbei in der Küche. Digga. Ja, fahr mal in der Küche vorbei. Hab ich mir Küche markiert? Ja, hab ich. Alter. Was ist denn mit den Bullen los, Alter? Warum sind die so? Naja, gut. Wenn das Feuer auf denen eröffnet wird, schießen die zurück. Aber was ist das für eine Taktik mit den Leuchtfackeln? Warum machen die das? Ja, das ist eine Markierung. Die markieren einfach, dass man da nicht durchfahren darf, soll. Ja, fahr einfach durch. Abgekehrt. Aber pass. Ja. Das ist nur so Lachs. Okay. Besser sollen sie kommen, ich bin eh schneller. Fuck, Alter. Okay. Komm gleich wieder, die Herren. Keine Sorge. Bis gleich. Bye bye. Bis gleich. Goliath? Nein, jetzt nicht. Wenn was ist? Ruf mal deine Kollegs an. Vielleicht geht's ab. Nee, hast du noch ein Medic für mich? Crips. Hat er gesagt, die kommen oder was? Ja, wieder. Das war eine Drohung. Hat er Schussankündigung rausgehauen? Indirekt, ne? Indirekt, also ja, nicht. Er hat... Ja, abwarten. Dann lass mal die Autos ein bisschen verteilen. Lass die Autos ein bisschen verteilen, damit wir Deckung haben. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie geplant haben gegen uns. Hier stehen 11 Leute. Oder Kalle? Ja. Oh, wie lange dauert das denn, Alter? Ja, was müssen die machen? Kuscheln noch, oder was? Goliath hat sogar schon ein Freudenfeuerwerk in der Hand. Ja. Okay. Mhm. Davon werde ich erstmal ganz viel verteilen hier. Dass das richtig aussieht wie ein Schlachtfeld, mein Freund. Jetzt kommt Danke, oder? Ja, oder Danke, Animal? Ja, ich glaube, das ist der Sanger für unseren Kumpel da hinten. Ja, eben. Wir brauchen ja richtig lange, Alter. Dafür sollten wir nichts zahlen, ey. Also, pass mal auf, wer fährt ihn hoch? Alle. Meinetwegen alle. Könnt ihr nein, alle nicht alle fahren. Nein, ich fahre ihn fix hoch. Nee. Aber wenn, dann bitte lass den Lauf vorne hochfahren, gut ist. Wir warten einfach. Okay, dann fahrt einfach mich hoch. Dann fahrt mich einfach hoch. Ja, und du wirst das irgendwie machen sofort ausrichten. Hast du gerade erfahren lassen? Ja, einer, das habe ich akustisch nicht verstanden. Gut, gut, dann schnapp ne dir und düse ne hoch.
So, wer fährt ihn jetzt? Alle. Ja. Das Schöne ist, der verlässt sich auf Verbündete, zum Beispiel auch auf die Mafia. Und da habe ich eben telefoniert. Und wenn das stimmt, was er mir gesagt hat, normalerweise kann ich dem vertrauen, werden die da nicht helfen, aber auch nicht dagegen arbeiten. Ja, wer fährt denn da gerade? Wen? Ihm. Fischer. Der den Roten gerade hochgefahren hat. Als ob. Nee, wirklich. Ja, ich habe mit ihm telefoniert. Was? Junge, fahrst du uns jetzt nicht? Nein. Also dann sollten wir aber eigentlich hinfahren, ganz ehrlich. Ja, warum macht noch kurz. Was? Hey, ich glaube, die Geld. Die haben ihn abgeknallt? Ohne Grund. Die haben ihn abgeknallt, ja. Ja, Junge, dann lass uns da hin. Hey, Jungs, ich muss mal stören. Ja. Doch, ist gerade mal wichtig. Der, wo gerade eben den anderen hochgefahren hat, ist gerade eben scheinbar hingerichtet worden von den Roten. Das sind wild geworden Fahrzeuge gewesen. Ja. Hingerichtet oder erschossen? Ja, erschossen. Erschossen. Ja. Ja, geht aber trotzdem nicht. Die sind einfach nicht da. Ja, hin da. Lief wohl anders als da. Ja, das geht gar nicht. Jetzt laufen wir ein da. Angeblich sind die in die Rot. Ja, dann hätte ich gesagt. Ist mir egal, ich falls hin. Ja. Ja, alleine bei marschieren. Alle werden, alle. Machen die da. Ne, die sind. Wo ist hier wahrscheinlich keiner? Ja, der war. Der mit der Bunde zu Hause. Ja. Kommst du mit? Ja, das Ding ist. Gut. Ja, ach, keine Ahnung, wir machen jetzt einfach. Wir fahren da jetzt hin, wir klären das da. Ja. Keine Angst. Ey, wer ist er denn? Irgendein Grüner oder sowas. Komm, Digga. Ja, warte mal. Geht's. Die sollen erstmal alle hinter uns versammeln. Wie ist der Plan jetzt? Die Gelben sind auch mit am Start, ja? Direkt reinfahren. Ja. Sehr geil. Was geht's? Jetzt wird gefickt, Digga. Was hast du für ein Eisen gehabt? Was? Das ist okay, das Eisen. Nicht so schmerzhaft wie ein 50 Kell. Müssen wir machen. Oh, die Stadt, Alter, die Stadt ist. Also, deswegen habe ich ja gesagt, am besten nicht in die Hut reinfahren, sondern davor. Doch, rein. Der Rote. Einfach rein, Digga. Ja, alles cool, mach in Ruhe. Ich leg auf. Oh. Okay. Wir spielen Kinder, Mann. Was sind das für Typen? Oh, da sind sie. Okay. Let's go, komm, Goliath. Nicht direkt rein, ne? Nicht direkt rein. Bisschen taktischer nachdenken. Gibt's ja. Gut. Komm, Paul, nee. Spann dich. Ja, da hinten stehen noch einer. Ja, wo sind die Gelben? Jetzt ist Achterbahn! Einer auf dem, zwei auf dem Dach, zwei rechts auf dem Dach. Hallo? Zwei rechts auf dem Dach. Zwei Stück auf dem Dach. Haben wir gescheckt. Ja. Ey, wo sind die Varos, Mann? Weiter gegangen. Sein Auto steht da. Ein Auto auch da vorne. Sein Auto steht doch da. Sagte ich gerade noch weitergegangen. Ach so, er lässt sein Auto hier stehen. Also, jetzt mal ganz neben. Seht ihr? Mal ganz nebenbei hat er mit uns telefoniert. Ja. Ach so. Ohne ein Handy am Ohr. Ohne ein Handy am Ohr. Naja, vielleicht siehst du durch deine komische Maske nicht genug. Ja, kann ja sein. Ja. Und sonst würden wir jetzt nicht hier stehen. Ja. Ich würde einfach mal sagen. Pass mal auf, du kommst hier zu uns in die Hut und du stellst eine Frage. Ja? Und zwar eine Big Blood gegenüber. Dann würde ich mal sagen, du bist mal nicht so dreist und hast mal so eine große Fresse, sondern du fragst ihn respektvoll. Ansonsten können ja auch andere Sachen passieren. Ist das jetzt angekommen? Also du kannst jetzt deine Frage nochmal in aller Ruhe stellen. Wer ein Big Blood ist oder nicht, das hat den Scheißweg zu interessieren, Mann. Ganz genau so ist es. Das ist mir trotzdem ein Problem. Lebt einfach euer Leben jetzt weiter, weil ihr wisst nicht, wie viele gerade von uns in unserer Hut stehen und ich denke, das wollt ihr auch nicht wissen. Ihr könnt es ja verstehen. Also, du weißt nicht, wie viele von uns. Die vier da vorne, wo da stehen, die fallen, aber hinten ist 20, 15. Ihr seid eine bunte Smarty-Truppe, mehr nicht. Unorganisiert. Was los? Genau. Ja, aber jetzt mal so gefragt, habt ihr denn Ahnung, wie viele wir sind? Bleib mal dran. Wir wollen einfach die Eckenposten sollen noch nicht ab. Was ist denn für eine Aktion? Wir stehen in unserer Hut. Warte kurz. Dass ihr ihn jetzt abgeknallt habt, da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Ich weiß nicht, die Leute sind gekommen, um uns zu helfen, im Endeffekt machen die das alleine. Also da ist gerade eine große. Ja, und es wäre. Da ist gerade eine große Diskussion und ich denke mal, es wird gleich zu einer Schießerei kommen. Ganz stark. Richtiges Mannsvibe, ey.
Oh Mann, Swipe, Alter. Das ist eklig, Alter. Zieh die mal was Vernünftiges an. Freu dich, ey. Ist das jetzt die Frau, die hier so jeder macht? Ey, das ist doch ganz klar, die brauchen eine Frau, damit sie die Farbe von ihrem komischen Hemden da zusammenkriegen. Die vermehren sich bestimmt durch hier. Hm? Alle hier. Stimmt ja auch, das erzählt sich ja irgendwie rum. Ja, erzählt sich rum. Kann ich auch nichts für. Also, ich... Jetzt geht's was los. Willst du? Was willst du? Hä? Auf Platz und tot? Pause tot? Wir haben sie fast. Komm, langsam rauf. Langsam rauf, wir haben sie gleich alle. Kommt Jungs, rauf da. Wir haben sie gleich alle. Kommt. Jungs, pass auf, rechts von euch. Auch jemand verbannt. Na, kuscheln die oder? Jetzt ist Achterbahn! Eieiei. Dreckigen Slutsdinge. Hinter dem Haus! Der fällt nicht um. Hä? Der fällt gleich um. Das ist doch nicht zu fassen. Cops! Nicht ein Kratzer, bekommen wir schon zwei runter. Cops! Ja, wohin? Ich hab keine Munition mehr. Ey, komm! Ey, das reicht, die haben ihr Statement. So, Abfahrt. Feuer. Gib Gas. Verlinkt und dann die Brücke hinten hoch. Digga, wie wir die gepickt haben. Digga, wir haben die auseinandergenommen, Alter. In ihre eigenen Hut, Mann. Ich hätte da gerne nochmal raufgepisst. Lass mal nochmal durchfahren, als Demütigung, nee, Alter. Ey, ganz ehrlich, ich hab dem einen, glaub, 20 Headshots gegeben. Digga, ich hab zwei, drei Leute auseinandergenommen, auf jeden Fall, Mann. Ja, schön auf dem Dächer, die kleinen Homos. Ich hab auch zwei geholt. Digga, so eine Laberbacken, Alter. Nichts haben die auf dem Kasten. Alter. Und ich hab keine Leuchtfackeln mehr. Leider. In ihrer eigenen Hut, Mann. Und ich hab noch so viel Munition, ey. Da könnten wir gleich nochmal angreifen. Ich auch. Ja, ich leider nicht, Digga. 100 Schuss alle. Ach, Junge. Ihr wisst gar nicht, wie viele wir sind. Ja, Digga. Auf die Presse. Also jetzt weiß ich es auch nicht mehr. Ich glaube so Junge, ein, was, zwei. Wie oft wollen sie denn jetzt noch anstehen, ey?
Also Scheiße, viele sind auf jeden Fall nimmer. Quatsch, da war noch hin, da haben sich noch ein paar hinter den Garagen versteckt, aber das war's dann auch. Ja, die haben ein bisschen rumgeknutscht, glaube ich, noch. Die haben warte mal, seid mal ruhig.